Scheitert ihr immer wieder beim Versuch, abstinent zu werden? Schafft ihr es irgendwie nicht? Werdet ihr immer wieder rückfällig? Stellt euch mal einfach die Frage, seid ihr wirklich ehrlich zu euch selbst? Ich stelle mir diese Frage immer wieder, mache ich mir selber etwas vor oder bin ich wirklich ehrlich zu mir selber? Suche ich Ausreden, wenn ich jemandem erkläre, dass ich irgendetwas nicht kann oder nicht will, oder bin ich wirklich ehrlich? Zu mir gehört mittlerweile die Transparenz und die umfasst Ehrlichkeit, die schon fast schmerzt. Das ist ein langer, steiniger Weg und nicht immer von Erfolg gekrönt. Ich verletze Menschen, ich werde verletzt, ich mache mich verletzlich. Das ist ein Fakt. Grundsätzlich aber, als Anfang des Ganzen, die Ehrlichkeit. Horcht in euch hinein. Wollt ihr abstinent werden? Wollt ihr wirklich sauber werden? Wollt ihr wirklich clean sein? Ein durch Suchtmittel unberauschtes Leben führen? Seid ihr dazu bereit oder nicht? Und egal wie sehr ihr so schon versucht habt und wie groß euer Leidensdruck ist, es kann gut sein, dass die Antwort lautet, nein, ich bin noch nicht bereit. Akzeptiert das. Nehmt das als Zwischenziel. Ich war in einem Entzug und bin wieder rausgeschmissen worden, weil ich rückfällig wurde. Und die eine Sozialarbeiterin hat mir gesagt, du bist halt einfach noch nicht so weit. Und ich dachte, wenn die wüsste, wie beschissen es mir geht. Und rückblickend muss ich sagen, sie hatte verdammt recht. Ich war noch nicht so weit. Mir ging es nachher noch viel, viel beschissener. Also, vielleicht geht es euch heute beschissen und ihr denkt, es wäre dringend angezeigt, etwas zu verändern, aber ihr schafft es nicht. Das kann gut daran liegen, dass es euch noch nicht beschissen genug geht, dass ihr noch tiefer fallen müsst. Seid euch dessen bewusst. Horcht in euch hinein. Seid ehrlich mit euch. Und seid ehrlich mit eurem Umfeld. Am besten funktioniert das in Kombination. Wenn ihr ehrlich seid zu euch selber, habt ihr in der Regel auch viel weniger Mühe, ehrlich zu eurem Umfeld zu sein. Das ist meine Erfahrung. Und wie gesagt, wenn es euch heute beschissen geht, vielleicht müsst ihr noch tiefer fallen, bis ihr es merkt, dass es nun genug ist.